YouTube-Aufnahme läuft wieder und weiter geht's. Am nächsten Morgen. Nun ja, eigentlich war es schon Mittag. Guten Morgen. Gestern Abend hatten wir wirklich einen Riesenspaß. Doch, vielleicht haben wir etwas zu lange gefeiert. Ich bin noch total müde. Aber wir können jetzt auch nicht einfach den ganzen Tag verschlafen, oder? Geben wir also auch heute unser Bestes. Jo. Hey, Tommy. Nanu? War das eben Emolga? Aber ich kann ihn nirgends sehen. Hey, hier bin ich. Die Stimme kommt von da drüben. Alles klar, er ist hinterm Haus. Sehen wir doch mal nach. Hehehe, kalt, ganz kalt. Ich bin hier drüben. Jetzt ist er auf der anderen Seite. Es ist fast so, als würde er im Kreis laufen. Will er uns etwa foppen? Im Kreis laufen, sagst du? Das wäre mir viel zu anstrengend. Nein, die Wahrheit sieht anders aus. Was hältst du zum Beispiel davon? Hahaha. Hehehe. Hehehe. Ich höre Emolgas Stimme plötzlich von überall. Wir sind regelrecht umzingelt von Emolga. Hehe, gib dir auf. Das ist meine Geheimtechnik. Emolga-Multiplikator. Hahaha. Wann hast du diese tolle Technik gelernt? Das ist unfair. Hast du etwa wie wild trainiert, während wir auf dem Riesengletscher waren? Hahaha. Ich habe da so eine Vermutung. Ich glaube, ich weiß, wie er das macht. Oh, Kilian, wohin willst du? Wusste ich's doch. Hier liegt ja ein Frisma. Aus dem Frisma kommt Emolgas Stimme. Das heißt dann ja... Hier ist auch ein Frisma. Was ist? Gebt ihr euch geschlagen? Ihr habt keine Ahnung, oder? Keinen blassen Schimmer, wie ich das mache. Hey. Tommy? Wie geht's jetzt denn so? Bestens. Du Witzbold. Was soll das werden? Naja, ich wollte etwas Spaß mit den Flüssen haben, die ihr mir mitgebracht habt. Ich habe überlegt, wozu man sie alles einsetzen könnte. Da kam mir diese Idee. Aber das Wichtigste ist, dass ich jetzt echt so wahnsinnig viel Spaß habe, verdanke ich nur euch in eurem Abenteuer. Ihr seid einfach die Besten. Oh je. Aber danke. Dieses Abenteuer konnten wir nur erleben, weil du hier geblieben bist. Hehe, du sagst es. Klar. Apropos. Hier ist in unserer Abwesenheit irgendetwas passiert? Du meinst was Interessantes? Da war zumindest eine Sache. Da waren manchmal so aufsteigende Lichter. Aufsteigende Lichter? Ja, wir konnten da diese weit entfernten Lichtkugeln hoch oben am Himmel sehen. Ich habe Terry Bark gefragt und er sagte, er sähe so etwas zum ersten Mal. Wir haben uns alle gefragt, was es wohl damit auf sich haben könnte. Aber niemand weiß es. Lichtkugeln, sagst du? Man konnte sie besonders gut vom Hügel aus sehen. Und da waren ziemlich viele solcher Kugeln. Ich denke, er bekommt sie früher oder später auch noch zu sehen. Das war's auch schon. Sonst ist nichts passiert. Bis später. Ups, ich hätte ja beinahe meine Frismen vergessen. Also bis dann. Emolga ist ja ein ganz schöner Schelm, aber schön zu sehen, dass wir mit dem Mitbringsel so eine Freude gemacht haben. Und diese Frismen sind ja auch echt toll. Ich habe auch eins behalten. Ja, sie machen wirklich viel Spaß, aber ich denke, das ist nicht alles, was Emolga damit beweisen wollte. Emolga wollte uns wahrscheinlich zeigen, dass er auch total glücklich ist. Gut, wollen wir dann mal los? Ab heute wartet wieder der Alltag auf uns. Wir erledigen einen Job vom Infobrett und bauen das Pokémon-Paradies aus.
Also machen wir uns an die Arbeit. So. Dann können wir ja jetzt endlich mal wieder in unserem Paradies rumrennen und machen, was wir wollen. Und erstmal ernten wir mal wieder ein paar Sinilbeeren. Sind 4 Stück gereift, sehr schön. Dann mal wieder unser tägliches Training im Wasserdojo. So, dann haben wir zumindest schon mal wieder 4 Striche drauf. Fehlen noch 4 weitere. Bis zum nächsten Level Up. Und bei dir trainieren wir den Donnerblitz. Der hat ja so, ist sowieso seine einzige Elektroattacke, die er aktuell hat. Jupp, das war sogar das Training für den Rangaufstieg. Sehr schön. Dann, ich wollte mal schauen, ob wir mal wieder was bauen können. Geld haben wir ja jetzt genug, nachdem wir den ganzen Schatz von Kyurem mitnehmen durften. Baumaterial. Einrichtungen. Was können wir denn noch alles bauen? Okay, da fehlt mir noch ein bisschen fruchtbare Erde für. Ein Eisdojo wollte ich noch bauen, genau. Ja, und dann. Ein Eisdojo. Wenn wir später irgendwann auch mal Eisattacken kriegen. Seht euch das an. Geschafft. Die Einrichtung Eisdojo ist fertig. Oh, ein Petsneef. Ich mag Petsneef, der ist so süß. So. Haben wir denn noch irgendwas, was wir noch bauen können und halbwegs nützlich ist? Die ganzen Felder fehlen mir noch überall ein bisschen Erde. Und ein Dojo kann ich gerade auch nicht bauen. Aber so einen Stand könnte ich bauen. Bauen wir einen Wunderorbsstand einfach da unten noch hin. Einfach damit was gebaut ist. So.
Jetzt müssen wir noch irgendwas finden, was wir noch bauen können. Ich würde ja gerne noch ein Trainingssamenfeld bauen, aber dafür fehlen mir aktuell die Trainingssamen. Aber ein Flinksamenfeld würde gehen. Da bräuchte ich nur ein Stück fruchtbare Erde. Und die besorgen wir jetzt einfach. Und wenn wir das haben, dann können wir sowieso das nächste Stück ausbauen. Dann können wir das nächste Stück Land erschließen. Na dann. Ja genau, jetzt weiß ich wieder, was ich vorher noch machen wollte. Der wäre eigentlich nicht schlecht, oder? Ich meine, das Kraftband bringt sowieso fast nichts. Von dem her kann ich das Ding eigentlich auch mal ablegen. Den Lehmsamen und das Eisen nehmen wir mit. Was wir aber auch auf jeden Fall mitnehmen wollen jetzt. Na, Moment mal, das müssen wir hier machen. Die ganzen Schatzboxen mitnehmen, die wir bei der Erkundung gefunden haben. Also das wird teuer. Aber Ramaidon wird sich freuen. Und wir haben neue Dungeons, die wir aufsuchen können. Und ein neuer fliegender Händler ist da. Ja, gestern Abend bei der großen Feier, da wollte ich eigentlich alles klar machen. Ich wollte mich ganz natürlich verhalten. Ich wollte sie ganz zufällig abpassen, wenn sie mal alleine ist. Aber ich hab's nicht auf die Reihe gekriegt. Es ist zum Haare raufen. Du hast nicht mal Haare. Warum? Warum bin ich nur so ein Depp? Ah, Kundschaft. Ich mag Ramaidon. Ach, ein Top-Elixier. Haut mich nicht mehr wirklich vom Hocker. Ich brauche ein paar bessere Sachen. Ah, Leisetreter-Fähigkeit. Wir wecken keine Pokémon mehr auf, an denen wir vorbeigehen. Hallo Drano, schön, dass du Züge magst. Ich mag Züge auch. Außer die von der Deutschen Bahn, weil die sind immer zu spät. Und wieder ein Top-Elixier. Top-Elixier ist ziemlich das Uninteressanteste, was ich aus den Dingern rausziehen kann. Oh, ein Zink. Nice. Und noch ein Top-Elixier. Das ist ja schon fast wie wenn man einen Wisp aus einem Hearthstone-Pack rauszieht. Persimband, naja gut, kann man wenigstens halbwegs teuer verkaufen. Und wieder ein Top-Elixier. Ist ja nicht so, als ob ich nicht schon mindestens 20 oder 30 von denen auf in meiner Lagertruhe hätte oder so. Man kann Pokémon hier entwickeln, ja, Drano, das geht, aber erst nach der Hauptstory. Und das ist in jedem Pokémon Mystery Dungeon Spiel so, dass man sich nach der Hauptstory entwickeln kann.
Ein Goldbarren, wenigstens etwas. Und wieder ein Top-Elixier. Und wieder ein Top-Elixier. Wird niemals langweilig. Die Hälfte der Boxen hier waren Top-Elixiere drin. Und dafür gebe ich mein ganzes Geld gerade aus. Und ein Versammlungscape. Na gut, kriege ich wenigstens einen Teil von dem Geld wieder, das ich dafür ausgegeben habe. Komm schon, machen wir in den letzten zwei wenigstens noch was Gutes. Ein Belebersamen, geht doch. So, letzte Box, komm, da muss was Gutes sein. Und ein Goldbahn, das ist gut. So, ziemlich genau. Also wie viele Schatzboxen hatten wir jetzt? Das waren jetzt schon gefühlt um die 14. Und davon waren, glaube ich, 4 gute. Moment, wie viele Top-Elixiere waren es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Top-Elixiere in circa 14 Kisten. Ich hab's gesagt, in der Hälfte der Kisten waren Top-Elixiere. Na gut, das da können wir auch ablegen. Die beiden Cape-Gedönse verkaufe ich bei Kecleon. Hast du irgendwas Interessantes bei dir? Okay, nö, hat er nicht. Hin und wieder hat er mal eine verbrauchbare TM. Wobei es eigentlich nur noch 2 TMs gibt, die ich ihm jetzt wirklich abkaufen würde. Aber schauen wir erstmal, was ist denn hier für ein fliegender Händler? Ein Elektro-Dojo, okay. Kann man nochmal trainieren. Wie viel Goldbahn habe ich denn schon? 30. Ja gut, fehlen nur noch 20. Na dann. Ich habe gesagt, ich brauche... Was habe ich immer gesagt? Brauche ich? Ich brauche fruchtbare Erde. Okay. So, dann Erde. Das hört sich schon mal gut an. Jupp, ich glaube, die hier machen wir. Gibt die meiste Kohle. Hat 7 Ebenen. Vorher schauen wir aber nochmal beim Morlord vorbei, weil ich mein Team nochmal umstellen muss.
Im Chat ist es mir übrigens gerade schon wieder viel zu still. Dürft ruhig mal ein bisschen mehr schreiben da. So, Psyana, du gehst auf Abruf. Und wir nehmen mit Emolga und Viridium. Die beiden habe ich ja in der ganzen Expedition nicht mehr mitgenommen, also dürfen die jetzt auch mal wieder mit. Dann würde ich gerne noch bei dir einkaufen und schauen, ob du irgendwas Brauchbares hast. Kanon. Nö. Es gibt zwei TMs, die ich mir kaufen würde, und das wären Eisstrahl und Kreuzschere. Ah ja, und weil ich es gerade sehe, V-Welle ist gerade normal. Das würde ich gern bei Bedarf noch ändern. Wir hätten heute sogar genug Geld, um uns ein zweites Symbol ranzukaufen, sogar noch ein drittes. Aber das lassen wir mal lieber, das ist mir nämlich aktuell immer noch ein bisschen zu teuer. Wir lassen es bei unserer guten alten 20% Chance. Kann ich später mal machen, wenn ich viel zu viel Geld habe, aber aktuell bin ich noch weit davon weg, viel zu viel Geld zu haben. Ich glaube nicht, dass das was wird. Oh, doch, es wird was. Nett. Gut, dann können wir heute wieder eine Wasser-V-Welle machen. Okay, dann haben wir jetzt eine Wasser-V-Welle. Na dann, gehen wir los. So, jetzt gibt es erstmal Level Up für Emolga und Viridium. Das waren jetzt erstmal 4 Level für Emolga. Der lernt schon eine neue Attacke. Lichtschild, nee, danke. Für Viridium dasselbe. Oh, Viridium nur auf 33. Interessant. Aber sie lernt eine neue Attacke. Heimzahlung. Ne, mir passen eigentlich die Attacken, die sie so hat gerade. Aber gut. Emolga hat inzwischen Viridium überholt, auch nicht schlecht. Oh, und ich inzwischen sogar auch. Sehe ich gerade, ich bin ja auch schon Level 34. Ich lerne ja eh nur noch ein paar Attacken. Level 43 kommt die letzte. Also habe ich da noch 9 Level hin. Sehr kleine Ebene hier. Lohnt sich nicht mal hier zu bleiben. Okay.
Mit V-Welle kriege ich sogar Pflanzen-Pokémon mit einer Wasserattacke gewonnen hittet. So. Okay, ich habe zumindest die Treppe gefunden. Okay, dann stellen wir uns mal hier hin, für den Fall, dass wieder ein Flitiermo hier vorbeifliegt. Und Viridium ist auf Level 34 aufgestiegen. Ich mag Wasser-V-Wellen. Da macht man so schön viel Schaden mit. Sogar ein Stalobar kriege ich jetzt schon gewonnen, hittet. Nice. Nein. Okay. Da hätte ich ausnahmsweise mal Geld dabei und dann hat er nichts Interessantes im Laden. Apropos. Ich habe hier noch ein bisschen was zum Verzehren, sehe ich gerade. Mehr Spezialverteidigung. Das hier gebe ich mir mal selber. Kraftband für Viridium. Spezialband für Emolga, auch wenn Emolga, glaube ich, mittlerweile auch schon mehr ein Kraftband brauchen könnte, oder? Bin mir jetzt nicht sicher, was der jetzt gerade mehr hat, aber der hat, glaube ich, von beiden ein bisschen was. Müsst mal in Emolgas Moveset reinschauen. Physisch, speziell, physisch, physisch. Also gut, dem müsste ich demnächst auch mal ein Kraftband geben.
Imolga ist Level 35. Imolga ist Domi und mir immer noch ein Level voraus. Gut, wahrscheinlich nicht mehr lange, weil wir haben ihn jetzt eingeholt, also gehe ich mal davon aus, dass wir das auch, dass wir den auch noch überholen können. Und da kommt der Wind. Und der Wind sagt, flüstert mir zu, ich solle mich doch bitte von dieser Ebene verpissen. Was sind denn die Ebenen hier alle so klein? Was hat die V-Welle hier überhaupt heute für einen Effekt? Stärke, Erfahrungspunkt, AP, Energiesparer, Teamattackierer, Volltrefferquotenbonus. Okay. Ja, zumindest ein Erfahrungspunktebonus. Oh, da liegt, glaube ich, eine Schatzbox. Okay, die wurde schon mitgenommen.
Und da kommt wieder der Verpiss-dich-Wind. Okay, da ist schon mal die Treppe. Hui. Ich glaube, das nehme ich mal mit. Dafür habe ich dann nicht mehr genug Geld. Na gut, Protein ist mir da in dem Fall wichtiger. Yep. Das Protein, das nehmen wir doch gleich mal, vor allem weil mein Angriff mittlerweile ganz schön weit hinter meinem Spezialangriff liegt. Naja, jetzt sind es ja nur noch 8 Punkte und keine 10 mehr. Dafür, dass ich sowieso fast nur physische Attacken kriege, während dem Hochleveln, kriegt man als Otaro hier viel zu viel Spezialangriff. Ich meine, welche speziellen Attacken kriegt man als Otaro beim Leveln? Du hast am Anfang die Aqua-Knarre. Dann kriegst du mit Level 23 die Aqua-Welle. Und dann noch mit Level 43 die Hydropumpe. Das war's. Der ganze Rest der Attacken, die man so beim Hochleveln lernt, ist physisch. Ich meine, man kriegt sogar Schwerttanz als Attacke per Level-Up. Okay, wir haben ein Fletiamo. Nachdem ich ja anscheinend gerade wieder keine Zuschauer habe, kriegt auch der keinen Spitznamen. Nicht mehr lange und ruckzuck hier bis auf Level 7. Sogar der Ruckzucki von dem Molga one-hittet das Ding schon. 207 Schaden.
Noch ein Kekleonladen. Das ist ein Calcium. Das ist ein Zink. Interessiere mich eigentlich nur für Protein gerade. Weil ich will schauen, dass ich meinen Angriff wieder ungefähr auf selbe Niveau kriege wie mein Spezialangriff. Jetzt hat's der Idiot geschafft, sich zu vergiften. Na gut, gehen wir weiter. So, jetzt muss ich nur noch das beliebte Band finden. Bin immer gespannt, wie lange es noch dauert, bis der Ruckzuckieb auf Level 7 kommt. Aber ich kann gleich mal eins sagen, auf 8 kommt der nicht mehr. Dafür leveln die Attacken ab diesem Zeitpunkt einfach zu langsam. Ui, ein Stallobor. So. Dummy ist auf Level 35 gestiegen. Und dann komme ich jetzt auf Level 35 und jetzt kriege ich wahrscheinlich den Nassschweif. Yep. Das dachte ich mir ja schon fast. Ist die Frage, will ich den überhaupt? Ich könnte natürlich jetzt Aeroass wegmachen und meine letzte Coverage wegmachen und nur noch Wasserattacken spielen. Aber... ich habe mit Kalkklinge schon eine richtig starke physische Nahkampfattacke. Von daher brauche ich keinen Nassschweif. Vor allem müsste ich den erstmal wieder durchleveln. So, nächste Attacke kommt mit Level 37. Das ist dann, ich glaube, Heimzahlung. Die brauche ich dann auch nicht. Dann kommt mit Level
Level 41 kommt dann Schwerttanz und mit 43 Hydropumpe und dann war's das. Und da ist schon wieder jemand vergiftet. Na gut. Dann gehen wir halt. Und wieder 60 Paradiespunkte. Oh. Das ist wieder einer dieser Träume. Der letzte ist ja auch schon eine Weile her. Schon wieder diese Stimme. Kilian, du... Kannst du mich hören? Kilian! Oh, ich verstehe die Stimme viel besser als beim letzten Mal. Nur noch ein bisschen. Ich möchte nur noch ein bisschen länger träumen und die Stimme hören. Guten Morgen, Kilian. Hm? Du scheinst heute irgendwie neben dir zu stehen. Oh, hattest du wieder einen Traum? Verstehe. Das letzte Mal ist jetzt schon ein Weilchen her, nicht wahr? Ach so, die Stimme wird also mit jedem Mal ein wenig deutlicher. Kilian, das heißt ja dann, dass sich eure Wellenlängen langsam synchronisieren. Und das wiederum kann nur heißen, schon beim nächsten Mal hörst du die Stimme vielleicht ganz klar und deutlich. Das ist gut möglich. Aber bisher wache ich leider immer auf, bevor ich wirklich etwas verstehen kann. Dieses Mal hatte ich wirklich das Gefühl, sie beinahe verstehen zu können. Sobald wir wissen, welches Pokémon dich da im Traum um Hilfe anruft, eilen wir sofort zu seiner Rettung. Ich komme natürlich mit dir. Ich möchte es schließlich wissen, aus welchem Grund du in unsere Welt gebracht wurdest, Kilian. Also helfe ich dir. Ja, das ist doch nett von ihm. Du, Kilian, kann ich dich was fragen? Seit du vorhin von deinem Traum erzählt hast, habe ich mir Gedanken gemacht. Ich weiß zwar nicht, warum du dich in ein Pokémon verwandelt hast, aber das kann ja eigentlich nur bedeuten, dass du hier eine Aufgabe zu erfüllen hast. Ich denke, deshalb bist du in unsere Welt gekommen. Also musst du herausfinden, was genau deine Aufgabe ist und diese auch erfüllen. Aber sobald du das getan hast, sobald deine Aufgabe erfüllt hast, dann wirst du wohl in die Welt der Menschen zurückkehren, Kilian. Werde ich das? Ich habe mir darüber ehrlich gesagt noch keine Gedanken gemacht. Aber wenn ich hier in der Welt der Pokémon eine Aufgabe habe, dann ergibt es schon einen Sinn, dass ich nach Hause zurückkehre, sobald sie erfüllt ist. Verstehe. Du weißt es also auch nicht, Kilian. Du, Kilian, also wenn du nicht weißt, was mit dir passiert, dann bleib doch einfach für immer hier. Was? Bitte, Kilian, bleib für immer hier, ja? Echt? Hurra! Ich bin ja so froh. Danke, Kilian. Domi hat mich auf einmal so erwartungsvoll angesehen. Da konnte ich einfach nicht Nein sagen. Tja, und trotzdem... Ich muss mich schon fragen, weshalb ich eigentlich hier bin. Falls ich hier wirklich eine Aufgabe zu erfüllen habe, was geschieht dann mit mir, wenn ich sie erfüllt habe? Danke, also danke, Kilian. Weiterhin auf gute Zusammenarbeit.
So. Na dann, ich baue jetzt erstmal wieder was. Weil da hinten der Platz ausgegangen ist, müssen wir jetzt schon hier hin. So. Dann ein Flinksamenfeld hätte ich gerne. Und dann haben wir hier den Brokkoli-Affen, der das Flinksamenfeld betreut. So. Ab jetzt haben wir noch das letzte Stück, was wir noch erschließen können. So. Okay, und wir können ab jetzt auch Einrichtungen abreißen. Okay. Baumaterial, Erschließung, was brauchen wir denn dafür? Erde, Schimmermetall und Hartsteinsplitter. Ich habe einen Hartsteinsplitter übrig, den Rest habe ich gerade nicht da. Aber wenigstens das Geld dafür hätte ich schon, auch wenn das Ding 1500 kostet. So, aber wir haben ja insgesamt noch fünf Gebiete, die wir erschließen können. Wobei ich es noch nie geschafft habe, alle zu erschließen. Aber Moment mal, bevor ich da hingehe. Ich wollte doch erst noch zum Dojo. So, nur noch ein Strich und wir haben den nächsten Stufenaufstieg. Dann ist der grüne Balken schon wieder gefüllt und dann fehlt nur noch der rote und dann geht's auf Stufe 6. Dann hier müssen wir noch den Donnerblitz weiter ausbauen. Der ist ja eh schon kurz vor Level 3. Moorlord, hast du irgendwas für mich? Fußtritt, nö. Nette Attacke zwar, aber kann ich nicht brauchen. Ich habe wieder einen Haufen Schatzboxen bekommen. Die machen wir jetzt erstmal auf. Ja, wieder 9 Stück. Das heißt wieder mindestens 5 Top-Elixiere. Ein Versammlungscape.
Ich hätte trotzdem lieber gerne ein paar nützliche Sachen. Ein Treffer-Memo. Nett. Na gut, für die Keilklinge brauche ich jetzt kein Treffer-Memo. Das Ding ist sowieso kurz vor Maximum. Oh, ein Belebersamen. Hey, schon drei von... Ja, zwei von drei sind schon nützlich gewesen. Drei von vier nützlich, sehr schön. Vier von fünf. Hui, heute mal wieder fast nur nützliche Schatzboxen. Oh, schon wieder ein Belebersamen, nett. Fünf von sechs nützlich. Das musste ja jetzt noch kommen. 5 von 7. Sechs von 8. Na gut, immerhin 6 von 9 nützliche Items. Zwei Drittel. Wesentlich besser als beim letzten Mal, wo wir unter 50% nützliche hatten. So, weg damit, damit und damit. Du hast nicht zufällig eine tolle TM. Pflücker und Käfer trotz Radar. Nö. Nichts, was ich bräuchte. Ist der fliegende Händler noch da? Jupp. Dann nutzen wir den jetzt hier auch nochmal aus. Können wir das Ding ja auch direkt auf Level 3 bringen. Oh, das hat noch nicht für Level 3 gereicht. Okay. Normalerweise kriegt man immer einen Strich dazu. Warum jetzt nicht? Okay, nächster Rang in 120 Punkten. Das heißt, es wären noch zwei Missionen, dann hätte ich den nächsten Paradiesrang. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ab welchem man dann das Belebersamenfeld bauen kann. Das Treffer-Memo hebe ich mir auf jeden Fall mal auf, weil das werde ich für die Hydropumpe dann brauchen. So, dann drehen wir jetzt nochmal am V-Roulette. Wobei, wir schauen einfach mal die V-Wellen-Vorhersage an. Wir haben heute Flug, Gestein und nicht Geist. Oh, da in 5 Tagen kommt wieder eine Wasser-V-Welle. Das ist nett. Gut. Die haben wir ja gestern noch geändert, erfolgreich. Fl
Flug wäre schon auch nicht schlecht. Das kommt im Molga zugute, aber trotzdem. Na dann. Das wird ziemlich sicher nichts. Es sei denn, er bleibt jetzt stehen. Aber nee, tut er nicht. Jo. Ja gut, ist im Molga heute ein bisschen stärker. Macht ja nichts. So, aber ich mache für heute Feierabend. Habe ja heute lange genug gestreamt. Das heißt, Pausenscreen. DS zuklappen. Und ich lasse noch den nächsten Track aus der Playlist laufen.